Es ist so, dass Lithium-Polymer-Akkus sich nicht so gut mit Kurzschlüssen vertragen. Wenn die kurzgeschlossen werden, dann können die auch mal in Flammen aufgehen. Und das ist bei der Drohne leider passiert, und zwar ist sie quasi abgestürzt, schräg aufgekommen, der Fuß ist weggebrochen und der Akku ist unten aufgescheuert. Dadurch hat sich die erste Zelle kurzgeschlossen und der ganze Akku ist dann in Schichten quasi explodiert. Also er ist stark abgebrannt, gab eine große Rauchentwicklung und viele Teile sind alle kaputt gegangen. Haben wir jetzt aber wieder hinbekommen. Ja, das so als kleine Story am Rande, dass es auch mal so laufen kann. Wir hatten uns schon relativ früh festgelegt, dass wir auf jeden Fall Richtung Drohne gehen wollten. Und dann ging es halt los, dass man sich jetzt überlegt, okay, wir wollen eine Drohne haben, was soll die denn so können? Der Pi sollte ja auch eine sinnvolle Verwendung drauf haben. Und dann hatten wir zuerst überlegt, ob wir jetzt wirklich den Pi als quasi Flight Controller nehmen, der wirklich die gesamte Steuerung der Drohne übernimmt. Wir sind aber ziemlich schnell auch darauf gekommen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel wird, weil man dann quasi die gesamte Austarierung der Drohne mit Funktionen einprogrammieren müsste und haben uns dann dagegen entschieden. Dann kam uns in den Kopf, warum machen wir nicht eine Art Webseite, eine Art Streaming über den Raspberry Pi von der Drohne, also ein Kamera-Live-Bild, was man über sein Smartphone, über seinen Laptop mit mehreren Geräten gleichzeitig empfangen kann. Das war so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, ja, dafür ist ein Raspberry Pi super geeignet. Also zur Umsetzung, es war ja ziemlich schnell klar, dass wir das quasi aufteilen, einmal auf den Hardware-Part, also Leute, die sich nur mit der Umsetzung, quasi, dass die Drohne fliegt, so wie sie ist, ohne Pi beschränken und quasi die Software-Seite. Da muss man dazu sagen, dass wir eigentlich auch mehrere Leute sind. Es sind halt nicht alle da. Wir sind zu fünft und haben das dann sehr schnell aufgeteilt, dass sich quasi drei Leute allein um die Hardware-Umsetzung kümmern. Und da war quasi erstmal das erste Problem, ja, was brauche ich denn für eine Drohne? Welche Teile und wie konfiguriere ich die passend zueinander? Da hatten wir relativ viel Glück, weil wir haben uns an einen Modellbauladen gewandt in Hamburg, die uns ja, stark unterstützt haben. Und nachdem das eigentlich prinzipiell geklärt war, mussten wir das natürlich alles zusammensetzen und den Flight Controller, der darauf verbaut ist, programmieren. Beim Software-Part haben sich halt relativ schnell Probleme rauskristallisiert, die es zu lösen galt. Und das erste Problem war natürlich, was verwenden wir für eine Kamera? Also der Raspberry Pi kommt ja an sich mit einem Prozessor, mit Arbeitsspeicher, aber eben mit keiner Kamera. Dann musste man sich natürlich auch überlegen, wie übertragen wir dieses Bild? Und da haben wir uns natürlich für eine Webseite entschieden, weil ein Webbrowser im Endeffekt auf jedem Endgerät, sei es Smartphone oder Laptop, bereits vorinstalliert ist. Aus dem Raspberry Pi haben wir auf jeden Fall viel mitgenommen. Einmal das technische Know-how, wie baue ich eine Drohne zusammen, generell die elektrotechnische Seite, von dem Löten einfach Praxisbezug zum Studium parallel. Das war auf jeden Fall super und die Idee, das Projekt hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja einmal im praktischen Sinne, im technischen, haben wir halt viel mitgenommen, wie man sowas zusammenbaut, aber auch von der Softwareseite her, wie programmiert man in Python, wie setzt man einen Webserver auf und so weiter. Also es gibt einfach viele verschiedene Aspekte, mit denen wir uns neu auseinandersetzen mussten und die wir dann recherchiert haben und dann umgesetzt haben und als Praxisbezug neben dem sonst teils theoretischen Studium ist das auf jeden Fall ein super Projekt und hat viel Spaß gemacht.